willkommen. Mein Name ist Antje Malisandialov und neben mir sitzt Gerd Antes, der es nicht so gern hat, wenn man ihn Professor Antes nennt. Warum? Ach, es klingt für mich immer ein bisschen nach Standesdünkel. Oder es ist einfach eine Berufsbezeichnung. Und wenn ich privat bin oder mich privat fühle, dann eben auch nicht. Herr Antes, wir sitzen jetzt beisammen, weil Sie zusammen mit einer ganzen Reihe von Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachrichtungen einen offenen Brief aufgesetzt und unterschrieben haben, in dem Sie die Einsetzung einer Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie fordern oder vorschlagen. Wenn man realistisch ist, ist es egal, wie wir es nennen. Es sind Vorschläge natürlich, weil eigentlich fordern wir es auch, aber man muss realistisch sein. Und die Kräfteverhältnisse sind so, dass wir einfach nur formuliert haben, was passieren müsste. Es ist eigentlich egal, ob wir es fordern oder vorschlagen. Im ersten Satz heißt es, die Corona-Pandemie hat in unserem Land tiefe Spuren hinterlassen und eine unzureichende Krisenfestigkeit unserer Gesellschaft offenbart. Zu unserer Gesellschaft gehören auch Sie und ich und die Kollegen hinter der Kamera. Die sprechen Sie aber nicht an, sondern wen sprechen Sie konkret an? Es richtet sich direkt erstmal an die, also über die, es lokalisiert in den Gesundheitsberufen und eigentlich ist dann angesprochen natürlich wieder die Achse, oder ich habe es so oft Bermuda-Dreieck genannt, Politik, Wissenschaft, Medien, aber eigentlich ist es schon etwas für die gesamte Gesellschaft, weil viele Berufsgruppen zum Beispiel tauchen ja gar nicht auf in der ganzen Diskussion. Um ein Beispiel zu nennen, die Geriatrie ist eigentlich für die meistgefährdeten, nämlich die Alten, die Wissenschaft, die dort Einfluss ausüben sollte. Und in der ganzen Diskussion ist, wenn ich mich richtig entsinne, kein einziger Geriater aufgetaucht. Was fordern Sie konkret in 3 Sätzen? Wir haben nach den Aussagen der Kanzlerin die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg durchlebt, auch die größte Herausforderung. Und es ist völlig klar, dass da nicht alles glatt geht. Aber damit wir gewappnet sind fürs nächste Mal, muss das aufgearbeitet werden. Und was wir gegenwärtig beobachten, ist sozusagen, na, wir schließen mal die Akte, ist ja nun vorbei und dann muss man nicht mehr Abitur haben. Vorhersagbar, dass es beim nächsten Mal an den gleichen Stellen genauso holpert wie dieses Mal. Und das wegzudiskutieren, ist einfach tödlich. Man hat ja dieser Tage das Gefühl, dass es so schleichende Versuche der Entschuldigung und auch der Selbstvergebung, die gleich mit eingepreist wird, gibt, aus den Reihen der Politik. Das hat so ein bisschen so ein Geschmäckle, frei nach dem Motto, gebt dem Volk ein bisschen was, dann haben sie was dran zu knabbern und wir haben unseren Frieden. Sehen Sie das ähnlich? Ja, es ist nicht mit Entschuldigung getan, sondern die Entschuldigungen müssen zu was führen. Und da muss an erster Stelle wirklich genannt werden, Strukturverbesserungen. Es muss wirklich auf den Punkt gebracht werden und dann auch zu Aktionen führen. Das ist gegenwärtig nicht zu sehen. Es ist nicht damit getan, dass sich einzelne Personen so für Kleinigkeiten entschuldigen. Also es gab jetzt lange Zeitungsartikel, wo dann auch viele der Akteure gesagt haben, na, da haben wir uns ein bisschen getäuscht. Nein, sie haben sich sehr getäuscht und sind aber auch gleichzeitig immer Täter und Opfer. Das heißt, auch sie waren teilweise Opfer der Strukturmängel. Und sie, das muss benannt werden. Wer ist aus Ihrer Sicht Sie? Na, das ist einmal die Politik. An erster Stelle natürlich immer der Gesundheitsminister oder auch der Vorsitzende bzw. Präsident vom Robert-Koch-Institut. Aber eben auch die Mitglieder. Herr Wieler. Aber auch die Mitglieder der Expertengruppen, Beratungsgruppen der Regierung. Sowas gab es ja auch auf Landesebene. Und da muss man dann wirklich mal durchdeklinieren, was haben die zu welchem Zeitpunkt gesagt, was war angemessen, was berücksichtigte das zu dem Zeitpunkt vorhandene Wissen. Und dann ist nicht irgendwie das ein bisschen nicht so glücklich gelaufen, sondern an manchen Stellen sehr. Jetzt lassen Sie uns an ein paar Stellen mal konkret machen, weil wir sprechen vom Jahr 2020 zunächst. Im März ging es los, der erste Lockdown kam am 22. März 2020. Und die Frage ist ja, ob zu dem damaligen Zeitpunkt der Lockdown gerechtfertigt war. Ob die Zahlen, die damals auf dem Tisch lagen, gerechtfertigt waren. Sie sind Statistiker, Sie sind Mathematiker, das ist letztlich Ihre Profession, Daten aufzuarbeiten und sie der Öffentlichkeit verfügbar zu machen. Also rückblickend? Also ich habe es damals aber schon gesagt, die Panikreaktion war gerechtfertigt, weil alle sich irgendwo im Niemandsland fühlten
und nicht wussten, was sie tun sollten. Und dann war irgendwie, und das ist auch völlig klar, ich habe damals immer gedacht, wenn man die deutsche Bevölkerung in der Wüste, in der Sahara verteilen würde, dann würde nichts passieren auf der Ebene der Infektionen. Nur leider würden alle verhungern und verdursten. Und dann ist man sofort bei dem Thema Kollateralschäden. Und dazwischen muss man die Wahrheit suchen. Und das ist zu Anfang, würde ich mal sagen, gerechtfertigt gewesen. Aber nach kurzer Zeit nicht mehr gerechtfertigt gewesen. Und vor allen Dingen, was ganz zu Anfang schon festzustellen ist, dass man nicht konsequent begonnen hat, sofort am ersten Tag die Daten zu generieren, die man brauchte, um eine bessere Steuerung zu erreichen. Die einzige Kohortenstudie, die es ja im Grunde genommen gegeben hat, war das, was Herr Streeck ganz am Anfang gemacht hat im Heinsberg. Und danach hat faktisch nichts mehr stattgefunden. Kann man sagen, oder? Aber selbst bei Streecks Dorf, was er da untersucht hat, war ja eigentlich in dem Sinne keine Kohorte. Eine wirkliche Kohorte bedeutet, sozusagen ein Abbild der Bundesrepublik Deutschland, sozusagen über Altersgruppen, über Sozialstatus und so weiter und so fort. Berufsgruppen. Friseure zum Beispiel, Restaurants. Ja, alles das, was es so gibt. Mhm. Und das sozusagen anhand der Kohorte zu beurteilen und dann zu wissen, wo sind die Schräubchen, zum Beispiel Friseure, Zahnärzte, in ganz engen Kontakt, stecken die sich mehr an als andere. Und das ist von der ersten Minute an unterlassen worden. Und es ist völlig unverständlich, auch nachträglich. Wir haben diese Kohorte, die nennt sich NACO, die nationale Kohorte. Die hat inzwischen 200.000 Mitglieder. Und man hätte sofort an der Stelle losfahren können, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dieser Kohorte, indem man zum Beispiel 50.000 Leute herausgenommen hätte, genau nach diesen Strukturmerkmalen, und verfolgt hätte, was passiert in diesen 50.000. Sie haben ja relativ frühzeitig, erinnere ich mich, auch Herr Schrappe, Herr Stöhr, immer wieder genau das gefordert. Mal mehr, mal weniger laut, aber zumindest medial, öffentlichkeitswirksam. Es ist nicht gehört worden. Deswegen ist ja die Frage, Sie haben es gerade schon angedeutet, nach der Verhältnismäßigkeit. Ab wann hätte die Politik spätestens wissen können und auch müssen, aufgrund der verfügbaren Daten, dass sie einen falschen Weg eingeschlagen und gegangen sind und die gesamte Bevölkerung quasi in Sippenhaft genommen haben. Ja, wenn man sagt, die Politik, dann ist das zu pauschal. Die verantwortlichen Politiker, die verantwortlich befindlichen Politiker seinerzeit, war Herr Spahn, die Kanzlerin. Das hätte man zu einem Ministerpräsidenten. Ja, zu einem sehr frühen Zeitpunkt eigentlich sehen können. Wann? Sehen müssen. Na, ich habe dieses eine große Interview im Spiegel, ich glaube am 29. März, gebracht. Und da stand oben drin, die Zahlen sind, das war der Titel, die Zahlen sind alle unzuverlässig. Im März. Und dann habe ich dann, das ging dann weiter, Mai, Juni, immer benannt, was eigentlich passieren müsste. Und da ist auch die Forderung nach einer Kohortenstudie, die Forderung, die Dunkelziffer aufzuklären. Wir hatten ja Dunkelziffern zu Anfang, wo wir dann auf der einen Seite die Testergebnisse hatten. Aber dann, ein Riesenbereich. Da ging ja die Schätzung von, die Wahrheit ist das Dreifache von dem, was wir sehen, bis hin, wenn ich mich nicht entsinne, 10-15-fachen, glaube ich. Lassen Sie uns kurz mal darauf konkret zu sprechen kommen. Sie sind ja nicht die Einzigen, die diese Tage eine Aufarbeitung der Corona-Pandemie anmahnen. Es gibt einen, wie ich finde, sehr interessanten Online-Aufsatz eines Rechtsanwalts namens Sebastian Lucenti, veröffentlicht in der neuen Zeitschrift für Verwaltungsrecht in Zusammenarbeit mit der neuen juristischen Wochenschrift. Ich habe mir sagen lassen, dass diese Zeitschrift sowas ist wie die Ärztezeitung für die Ärzte. Und der hat sehr detailliert die Genesis der, bleiben wir mal bei der Endemie, aufgearbeitet und hat den Finger in verschiedene Wunden gelegt, aufgezeigt, welche Fehler gemacht wurden. Er geht natürlich hart ins Gericht mit seiner mit seinem Berufsstand, den Juristen, insbesondere den Verwaltungsjuristen und dem Bundesverfassungsgericht. Und Sie sagten gerade, die Zahlen stimmen nicht. Die stimmten nicht aus folgenden Gründen. Erklären Sie es uns. Die Modellierung hat was zutage befördert? Ja, die Modellierung war extrem abenteuerlich, weil sie sich gar nicht, wenn ich Modelle habe, dann baue ich ja sozusagen im Computer die Wirklichkeit. Aber dafür brauche ich Daten, um diese Modelle an die Realität anzupassen. Und da ging es ganz zu Anfang schon völlig schief. Und dann waren auch die Modelle untauglich und schlecht. Also das ist ein Aspekt.
Aber auch die anderen Dinge, also zum Beispiel die Daten. Es war ja sehr früh bekannt, dass die Alten ein weit über 100-fach erhöhtes Risiko haben gegenüber den Jungen. Aber damit hat man dann gelassen. Und es war immer so, ja genau, wissen wir es nicht. Und dann kam ein Aspekt sehr früh rein. Wir haben dann sozusagen die Testerei dauernd angepasst. Das, was wir gesehen haben an Zahlen, war viel massiver beeinflusst von der Testhäufigkeit, wo getestet wurde, als von dem, wie viele positiv waren. Und deswegen, das war diese Mischung aus Infektionen und dem, was ich sehe. Das heißt, das Problem war, es wurde nicht in Relation gesetzt. Es wurde getestet. Es ging überhaupt nicht. Es wurde getestet, getestet, ja. Getestet. Genau. Und die Zahlen wurden nicht in Bezug gesetzt. Das heißt, es gab allabendlich wurden über das Fernsehen oder über die Nachrichten verkündet, die neuen Infektionszahlen. Und die Leute, die vor den Fernsehgeräten saßen, die wurden immer kleiner und immer ängstlicher, weil das klang natürlich alles monströs und dramatisch. Ja? Man hätte aber relativ früh, auch das hat Herr Luzenti schön aufgearbeitet, wissen können, dass die Zahlen nicht stimmen, dass es sozusagen Luftschlösser sind. Naja, die Zahlen stimmen in dem Sinne. Wir sprechen von Infektionen. Also ja. Infektionen bedeutet ja, dass Menschen an der Erkrankung, also mit dem Coronavirus, infiziert waren. Nur, jetzt sprechen wir mal ganz kurz über die Teststrategie, wie damals getestet wurde mit dem PCR-Test. Na, was genannt wurde, war nicht die Anzahl der Infektionen, sondern die Anzahl der positiven Tests. Korrekt. Ja. Und welche Aussagekraft hatten die positiven Testergebnisse alleinig, ohne eine nachträgliche klinische Untersuchung? Naja, auf der einen Seite sind das die Schwächen vom Test, die ja auch sehr früh kritisiert wurden. Dann kamen später ja die Schnelltests dazu. Dann waren das die Schnelltests plus PCR-bestätigte positive Schnelltests. Ich habe also irgendwann mal wirklich viel Kraft investiert, zu erreichen, dass auch die negativen Schnelltests dann danach abgeklärt wurden. Das ist völlig vom Tisch gewischt worden. Das ist dann wirklich mit sogar mit der, also auch gerade in Baden-Württemberg, mit Machtwort vom Ministerpräsidenten gestoppt worden, mit dieser sogenannten Bundesnotbremse. Also man hat sogar die Bundesnotbremse hat aktiv verhindert, dass notwendige Daten erhoben wurden und generiert wurden. Würden Sie das, kommen Sie da zu einer Schlussfolgerung, warum das geschehen ist? Naja, ich bin immer in der schwierigen Situation. Meine Standardantwort ist, es war immer eine Mischung aus Inkompetenz und Vorsatz. Und ich Vorsatz, warum? Das waren immer Dinge, wo ich, nicht beweisbar natürlich, das Gefühl hatte, die Politik wollte sozusagen die Kontrolle, und zwar über Willkür und nicht über professionelle, datenbasierte Entscheidungen. Also es waren keine Entscheidungen mit Augenmaß, um die Bevölkerung nicht über Gebühr zu belasten und zu schädigen, sondern es waren letztlich Entscheidungen, die Maßnahmen nach sich zogen, die mit der Brechstange durchgesetzt wurden. Ich glaube, dass die Politiker sogar das Gefühl hatten, sie entscheiden mit Augenmaß. Glauben Sie das? Ja, da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, zumindest, und da bin ich mir sehr sicher, waren die Entscheidungen teilweise auf Stammtischniveau. Also die, und das ging, und jetzt wird es kompliziert, das ging ganz früh los, dass man sich einbildete, man hat unter Kontrolle sozusagen die Kausalzusammenhänge von den Interventionen, und sei es Parkplatzsperren beim Langlauf, was ja völlig idiotisch war. Man kann das ja erstmal durchdekliniert. Aber das war auch damals schon. Dann hat man immer versucht, sehr zweifelhaft, man hat immer versucht, die Mobilität zu reduzieren. Ausgangssperre. Damit die Leute das Virus nicht verbreiten. Nicht verbreiten. Mhm. Aber die Infektion, die ist ja genau nicht draußen erfolgt. Und deswegen war das auch da ganz widersprüchlich. Und auch da hätte man dann sofort die Daten erfassen müssen. Es sind ja nie die Daten sauber erfasst worden von den Tests. Außer, dass man in der Summe gesagt hat, die waren positiv. Ich erinnere mich, glaube ich, dass das RKI irgendwann zugestanden hat, dass die PCR-Tests alleinig keine Aussagekraft haben. Vor allem, wenn man relativ hohe Zyklen fährt. Also es war ja eine Zeit lang, waren 45 Zyklen der Standard. Und irgendwann war klar, dass ab einem Zyklus von 25 um 30 kein Material mehr gefunden wurde, was sich in der Petrischale im Labor sozusagen vermehren lässt. Also
war das kein infektiöses Material. Ja, es war. Das heißt, im Grunde, um es rund zu machen, das heißt, alles, was sich über 25, 30 abspielte, hatte keine Aussagekraft. Darüber streiten sich auch natürlich die Leute noch. Aber auf jeden Fall ist das oben ein offenes Ende, je nachdem, wie weit ich das treibe mit dem Test. Das andere ist aber auch, dass man zum Beispiel diese Banalitäten, wo stecken die Leute sich überhaupt an? Und auf dem Pfad hat man ja gar nichts gemacht. Zum Beispiel, man hätte ja die Betriebsärzte mit einbeziehen können, ganz früh. Also ich hatte selbst immer durch Freunde Einblicke in Firmen. Und die haben alle Betriebsärzte, die wussten genau, was bei ihnen passierte. Die Firmen sind völlig in Ruhe gelassen worden. Stattdessen haben wir die Schulen geschlossen. Dann, ich habe einmal sogar im Deutschlandfunk laut gesagt, statt einer Ausgangssperre, ich meine, das war ja teilweise irrsinnig, 20 Uhr sind die Straßen leer, habe ich gesagt, man sollte Hausverbot geben, treibt die Leute auf die Straße, weil das Ansteckungsgeschehen war in geschlossenen Räumen. Gut, so klar wie es heute ist, war es damals noch nicht. Aber von der Logik her, dass man dann sieht, dass Leute mit einer Maske joggen, das war natürlich auch damals schon leicht durchschaubar falsch. Sie haben gerade ein Stichwort gegeben, nämlich Schließung der Schulen. Es war relativ früh klar und alle pädiatrischen Fachverbände haben darauf hingewiesen, dass Kinder überhaupt keine Rolle im eine höchst untergeordnete Rolle im Infektionsgeschehen spielen und dass man die Kinder bitteschön weiter in die Schulen und die Kitas etc. pp. Ihr Leben leben lässt. Es ist nicht geschehen. Wieder besseres Wissen, muss man sagen, weil die Fachverbände haben, es gab auch Studien, die an verschiedenen Universitätskliniken in Deutschland durchgeführt wurden und die Ergebnisse waren eindeutig. Das, was die Kinder hatten, ich kann mich erinnern an eine Würzburger Studie, da hat man explizit Kinder mit Atemwegserkrankungen untersucht und die Viren, die gefunden wurden, waren die Klassiker, Rhinoviren und andere Viren, aber keine Coronaviren oder nur in marginaler Zahl. Trotzdem ist es geschehen, trotzdem hat man das gemacht. Ja, aber auch da gab es in der Wissenschaft ja teilweise erbitterte Auseinandersetzungen, weil eben auch Studien dort, wie soll ich sagen, durchgeführt wurden mit dem Ergebnis, dass die Kinder auch doch ein Corona-Treiber sind. Wer hat denn diese Studien durchgeführt? Was waren das für Studien? Naja, der eigentlich die öffentliche Meinung dominierende Christian Virologe Drosten, eindeutig. Und dann gab es ja diesen wahnsinnigen, wie soll ich sagen, Kampf oder auch in der Öffentlichkeit durchgeführte, dann irgendwann eine Schlammschlacht zwischen der Bild-Zeitung auf der einen Seite und Wissenschaftlern, die dann zitiert wurden, ob zu Recht oder Unrecht, weiß man nicht so richtig. Das war ja ganz frühzeitig. Aber auch da hätte man natürlich völlig emotionslos in Ruhe weitergucken können, wo ist denn jetzt die Wahrheit? Und auch das ist ganz früh unterblieben. Sie haben jetzt gerade ein weiteres Stichwort geliefert, nämlich die Positionen von Professor Drosten, der ja sozusagen nicht nur Berater der Bundesregierung war, sondern an zu vielen verschiedenen Stellen Funktionen innehatte und eigentlich schon in persona in Interessenskonflikt geraten ist. Das betrifft nicht nur ihn, das betrifft auch Herrn Wieler und andere. Das ist auch ein Punkt, den der Jurist in dem Aufsatz explizit kritisiert, dass die Beraterauswahl sehr eng war. Hier steht einseitige Beraterauswahl und jetzt kommt es Mehrfachbesetzung statt eines interdisziplinären und unabhängigen Krisenstabes mit breitem Meinungsspektrum. Wir haben immer nur die gleichen Leute gehört, die auch noch, ja, die Interessenslage, die Gemengelage war undurchsichtig, zumindest nicht günstig. Und jetzt kommen dazu die Medien. Das ist ja ein Teil der Phalanx gewesen. Und das kritisieren Sie ja auch ganz scharf, auch jetzt, wo Politiker versuchen, sich aus der Affäre zu stehlen, indem sie schmallippig, Entschuldigung, ich habe noch keine Entschuldigung gehört. Nein, es gibt keine Entschuldigung, aber auch die Medien versagen jetzt wieder, aus meiner Sicht, weil sie in der weit überwiegenden Mehrheit die Finger nicht in die nicht zu übersehenden offenen Wunden legen. Ja, es wird schon wieder irgendwie der Schwamm über alles, oder wie nennt man das, Ein Schleier über alles ausgebreitet und so. Und deswegen, es geht nicht darum, dort jetzt die Schuldigen an den Pranger zu stellen. Es geht darum, zu lernen, weil so wie wir gegenwärtig dastehen, läuft es beim nächsten Mal genauso. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Herr Antes, Sie fordern eine Aufarbeitung, um aus den Fehlern zu lernen und es beim nächsten Mal oder grundsätzlich besser zu machen.
Aber Sie fordern das auch, um eine Befriedigung innerhalb der Gesellschaft herbeizuführen, weil die Fronten immer noch, die sind immer noch. Ja, es werden ja, also selbst von den sogenannten Qualitätsmedien, da sehe ich Äußerungen von manchen Journalisten, wo ich immer denke, das kann nicht wahr sein. Beispiel? Ja. Also nicht in Persona, also nicht namentlich, aber einfach die Äußerung? Also die größte Enttäuschung ist die Süddeutsche Zeitung, muss ich ganz, ganz klar sagen. Und ich habe im Freundeskreis viele Freunde, die haben die Süddeutsche Zeitung abbestellt. Ja, also was da in den letzten Jahren auf den Wissenschaftsseiten über Corona fabriziert worden ist, ist an vielen Stellen nicht zu rechtfertigen. Was ist das aus Ihrer Sicht? Ist das Inkompetenz? Ist das Willfährigkeit? Ist das eine Kombination aus beidem oder aus noch mehr Komponenten möglicherweise? Nein, aus meiner Sicht ist es, und das wird auf vielen Stellen ja offen oder auch verdeckt so formuliert, die Unterstützung der Regierungspolitik. Das heißt aber... Als Funktion der Medien und damit, das ist natürlich genau nicht die Funktion der Medien, sondern die Funktion der Medien ist, den Diskurs voranzutreiben und sozusagen auch als vierte Macht, werden sie oft bezeichnet, sozusagen auch einen Machtausgleich darzustellen, so damit auf den anderen Achsen die dort Tätigen nicht gerade machen können, was sie wollen, wozu sie ja die letzten 3 Jahre geneigt haben. Das bedeutet, dass die vierte Macht als solche ausgefallen ist, aber nicht nur ausgefallen ist, sondern eigentlich ihre Funktion umgekehrt hat. Sogar kontraproduktiv. Kontraproduktiv, an manchen Stellen auch dann Leute diskreditiert hat. Das ist ein springender Punkt, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle. Wir haben vorhin festgestellt, dass es eine sehr, also das haben nicht wir festgestellt, sondern es haben viele Leute festgestellt, und das liegt ja auf der Hand, dass es eine sehr enge Beraterauswahl gab und dass alle, die eine andere Sichtweise auf die Geschehnisse hatten, nicht gehört wurden. Und wenn sie sich selber zu Wort gemeldet haben, via andere Medien als den Leitmedien, diskreditiert wurden und irgendwann auch mit Sputz beworfen wurden, um sie sozusagen mundtot zu machen. Das ist ja auch in vielen Fällen geglückt. Das heißt, das sind ja wirklich nicht nur kontraproduktive, sondern schädigende Mechanismen, die da ins Werk gesetzt wurden. Ja, da gibt es ja noch ein Schlagwort. Eben die, mir ist das Wort gerade entfallen, also auf der einen Seite natürlich die Kontaktschuld oder Kontaktverdacht, aber dann auch die Darstellung in den Medien, dass die sozusagen symmetrisch sein muss mit der überwiegenden Weisheit oder Wissenschaft innerhalb der Wissenschaft. Also Sie meinen, es gibt einen Tenor der Wissenschaft, den es ja nicht gab. Ja. Den es nicht gab. Doch, der wurde produziert. Im Moment, den gab es nicht. Ja. Der Tenor wurde produziert insofern, als dass man nur bestimmte Stimmen zugelassen hat und alle anderen nicht stattfanden oder diskreditiert. Ja, und der Begriff, der mir gerade entfallen war, ist eben der englischsprachige Begriff False Balances. Sozusagen, die Minderheiten müssen ausgegrenzt werden. Und sozusagen, da sie ja sowieso nicht die Wissenschaft vertreten, dürfen sie auch keinen Platz in den Medien kriegen. Und da war, ich glaube, ich würde mal sagen, der Spiegel war da sozusagen die übelste Realisierung dieses Prinzips, die das auch selbst in eigenen Newslettern so formuliert haben. Und das ist natürlich dann wirklich, ich habe immer schon vor langer Zeit gesagt, der größte, also wenn man dann weitergeht und sagt, das Ganze ist dann irgendwie bei den Querdenkern anzusiedeln, auch der Begriff des Querdenkers ist ja überhaupt nicht definiert. Und dann habe ich immer gesagt, wenn ich mich das Leute geärgert habe... Das ist negativ konnotiert mittlerweile, ne? Also mittlerweile, seit 3 Jahren. Ja, ich habe immer gesagt, der größte Querdenker war Einstein. Und dann wusste man nicht, was man darauf sagen sollte. Aber das ganze Gefüge von, wie eigentlich Wissenschaft, also auch wie Wissenschaft definiert ist, ist ja nicht ganz klar. Aber wie das definiert wird von manchen Leuten und wie das Ganze dann so zusammenbaut, liegt gegenwärtig aus meiner Sicht in Trümmern. Während ich Ihnen zuhöre, bin ich gerade auf einen Gedanken gestoßen. Es hatte etwas sehr Banales, Monokausales und einfach Strukturiertes im Denken und im Verbalisieren. Es wurde nicht komplex gedacht. Sie sind Mathematiker. Ihre Arbeit funktioniert nur in Komplexität. Das ist auch, glaube ich, das, wo Sie zur Höchstform auflaufen, oder? Wenn es komplex wird, wird es spannend. Und ich hatte so das Gefühl, und es ist ja jetzt immer noch so, dass man möglichst nach einfachen Antworten sucht und alles andere außen vor lässt.
Das ist ein grundsätzliches Problem. Es betrifft jetzt nicht nur die Corona-Angelegenheit, sondern auch alle Probleme, mit denen wir momentan befasst sind. Ja, das grundsätzliche Problem ist tatsächlich die falsche Kausalitätszuweisung. Und das sehen wir von morgens bis abends. Und das ist eigentlich völlig klar, dass viele Dinge nicht stimmen. Das vermitteln wir den Medizinstudenten schon im ersten Semester. Da gibt es das berühmte Beispiel, die Storchenanzahl nimmt ab und die Geburten nehmen ab. Und das ist der Beweis, dass der Storch die Babys bringt. Ich meine, das ist so dämlich trivial, dass man sich kaum noch traut, das zu nennen. Das war von morgens bis abends in den Medien, in den Politikermündern. Und sie haben auch sich nicht belehren lassen, dass das so nicht stimmt. Und dann haben wir halt, die Beispiele habe ich schon genannt, zum Beispiel, dass Leute nicht im Schnee raus durften, weil sie dann auf dem Parkplatz irgendwie zusammen in die Nähe kamen oder so. Und das war sowas von trivial. Man hat nicht versucht, an den Stellen das mit Daten irgendwie in den Griff zu kriegen. Ich würde jetzt gerne nochmal auf den, weil wir vorhin gesagt haben, es gibt ja nicht nur Sie und Sebastian Luzenti, sondern es gibt ja tatsächlich auch die AfD-Fraktion im Bundestag, die tatsächlich einen zweiten Untersuchungsausschuss gefordert hat zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Und da gab es letzte Woche eine Abstimmung im Bundestag. Und da hören wir jetzt mal kurz rein, weil das ist wirklich... Das gibt mir die Gelegenheit... Schauen wir mal hier drauf. Also Heike Engelhardt von der SPD. ...die ihr Verhalten während der Pandemie erklären. Die Gesundheit aller Menschen zu schützen und die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems zu bewahren. Die Folgen für BürgerInnen, Beschäftigte und Unternehmen abzufedern und die Pandemie in internationaler Zusammenarbeit zu bewältigen. Auch jetzt handelt unsere Koalition zusammen mit unserem Gesundheitsminister immer nur zum Wohle unserer BürgerInnen. Natürlich wurde die ganze Zeit über bei jeder Entscheidung die sozialen und wirtschaftlichen Folgen abgewogen. Natürlich waren die Einschränkungen der Corona-Pandemie nicht einfach. Und leider waren die Einschränkungen für manche Menschen in unserer Gesellschaft schwerer zu ertragen als für andere. Aber deswegen haben wir nicht locker gelassen und deswegen haben wir geschaut, wie wir zusammen durch diese Pandemie kommen. Wenn man sich Ihren Antrag durchliest, sind so viele Fragen, die Sie stellen, einfach frech. Sie wollen, dass der Untersuchungsausschuss ermitteln soll, ob das deutsche Gesundheitssystem wirklich überlastet war oder ob wirklich die Gefahr eines Mangels an intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten bestand. Das ist frech und respektlos. Respektlos gegenüber den vielen ÄrztInnen, gegenüber den Pflegekräften, die Überstunden in Krankenhäusern gemacht haben und sich um die PatientInnen gekümmert haben. Und es ist respektlos gegenüber allen, die ihr Leben... Okay, und so geht das weiter, und so geht das weiter. Ich glaube, wir brechen es jetzt mal ab. Herr Antes, ist es frech, so etwas überhaupt zu fragen? Oder ist die Dame möglicherweise nicht gut informiert? Weil sie unterstellt ja, dass die Daten, die seinerzeit aus den Krankenhäusern geliefert wurden, alle stimmig und korrekt waren. Waren sie das? Naja, wie soll ich das sagen? Ich bin eigentlich völlig fassungslos. Das ist so der Gipfel der Inkompetenz oder auch wirklich Frechheit, um das Wort mal aufzugreifen. Also dass sowas im Deutschen Bundestag einfach mal so unkommentiert gesagt wird, das übersteigt mein Fassungsvermögen, um es mal sehr deutlich zu sagen. Jetzt bleiben wir mal ganz konkret dabei. Es wurden ja damals, es wurde ja immer damit gedroht, dass das Gesundheitssystem überlastet ist, dass die Intensivstationen überlastet sind. Reden wir gleich in dem Zusammenhang mal darüber, welche Anreize gesetzt wurden und welche Zahlen nach außen vermeldet wurden und welches Bild sich sozusagen bei der Bevölkerung, bei den Menschen, die allabendlich die Nachrichten konsumiert haben, ergeben haben muss. Naja, das wäre jetzt ein Riesenthema, aber es ist völlig klar, also ob Intensivbetten zu knapp sind oder auch nicht, das ist völlig abhängig von den Mechanismen, wie diese Intensivstationen aufgebaut sind. Und da ist eine Grundregel, dass eine Intensivstation nur
ökonomisch betrieben werden kann, wenn ich über 80%, so ist ein Pi mal Daumenwert, von den Betten belegt habe. 75% ist so die Zahl, genau. Ja, aber der angestrebt wird eben noch mehr. Aber das gilt für alle Zeiten. Das galt für alle Zeiten, das war immer schon so. Ja, und deshalb hat man das irgendwann sozusagen dramatisiert, auch in der öffentlichen Darstellung. Und dann irgendwann ist sich das verselbstständigt, aber auch getrieben von den Leuten, sodass es da auch da schon völlig absurd war. Dann kommen so ganz andere Faktoren dazu. Zum Beispiel gibt es eine Gruppe, die hat schon ganz früh, 2020, laut gesagt, wir intubieren zu viel. Also auch da auf der medizinischen Ebene. Das waren die MERS-Leute aus Italien. Die Gruppe, ja, aus dem Krankenhaus in MERS zum Beispiel. Und auch mit wirklich überzeugenden Argumenten. Die haben damals eben nicht so viel und so früh intubiert, mit der Konsequenz, dass die Leute besser rauskamen und vor allem überlebt haben, lebendig rauskamen. Ja, die Daten, die man daraus aber auch wieder natürlich unvollständig gesehen hat, eben aus wenigen Krankenhäusern, wo das so gelaufen ist, dass die Mortalität geringer war. Wenn man nicht intubiert hat. Wenn sie nicht intubiert haben, genau. Und gleichzeitig heißt es aber auch, dass dann, wenn ich weniger sozusagen auf der Intensivstation mache, dass ich dann auch die Überlastung nicht so offensichtlich habe und dramatisieren kann. Also das hängt natürlich alles massiv miteinander zusammen. Und dann gibt es noch ein Argument. Wir schauen in die Nachbarländer. Die haben viel weniger Intensivbetten. Und da gab es praktisch keine Klagen. Also wenn man dann mal zu dem Zeitpunkt rübergeschaut hatte nach Norwegen oder Holland, die ja von unserer Gesellschaftsstruktur nicht so unterschiedlich sind, dann sah es da ganz anders aus. Und wir haben neben der Schweiz das teuerste Gesundheitssystem der Welt. Und wir hatten immer die meisten Klagen. Auch das war völlig unverständlich. Und wenn man das alles mal im Zusammenhang sieht, dann muss da jetzt mit den Zahlen, wie sie da waren, aber auch wie sie heute gesehen werden, drauf geschaut werden. Und das ist genau das, was mit der Aufbereitung gemeint ist. Also wir kürzen das jetzt mal ab an dieser Stelle. Wen es interessiert, der kann sich sowohl Ihren offenen Brief anschauen, der kann sich vor allem den juristischen Aufsatz von Sebastian Luzenti anschauen. Wir verlinken das dann später unter diesem Video. Das können Sie sich gerne in Ruhe durchlesen. Nochmal ganz kurz zu dem Statement von der Vertreterin der SPD. Und das ist ja nicht die einzige. Ich habe mir noch ein paar andere angehört. Das ist, man kann es als Hybris bezeichnen oder einfach dürftig als Unwissenheit. Aber man kann nicht davon ausgehen, man sollte nicht davon ausgehen, dass die Politiker irgendeine Schuld oder eine Mitschuld oder ein Versagen, bleiben wir mal beim Versagen, bleiben wir nicht beim großen Begriff der Schuld, eingestehen. Das ist gegenwärtig eindeutig so. Es ist kein, die Feststellung des Versagens ist weder zu hören noch zu sehen. Das war jetzt die Politik. Jetzt reden wir mal kurz über die Wissenschaft. Was werfen Sie den Wissenschaftlern vor, die ja auch, ich meine, hätten ja am Thema sein können, die hätten es nun wirklich wissen können, und zwar sehr früh, und haben geschwiegen? Naja, die Wissenschaft hätte ja eigentlich die Argumente liefern müssen, auf deren Basis die Politik besser agieren konnte. Und die Abgeordnete hat ja eben sehr deutlich gesagt, dass die sozialen und ökonomischen Folgen immer auch sozusagen Teil der Diskussion waren. Und das ist natürlich grob falsch. Es ist inzwischen völlige Einigkeit bei den Leuten, die mit Klarblick draufschauen, dass die Schieflage ganz zu Anfang sofort in die Richtung ging, das Ganze nur als virologisch-medizinisches Problem zu sehen. Und deswegen waren alle anderen gleich draußen. Das spiegelt sich wieder in der Auswahl der Experten. Aber man kann das durchdeklinieren und da gibt es eigentlich keinen Grund zu zweifeln, wenn man die Argumente sammelt. Also sozusagen das, was die Bevölkerung betroffen gemacht hat, an allen relevanten Punkten, da hätten Soziologen reingehört, da hätten Psychologen reingehört, da hätten vor allen Dingen Kliniker reingehört. Ja? Und die hat man faktisch fast eigentlich gar nicht angehört. Es waren Physiker, die modelliert haben, und es waren Virologen, Labormediziner unterschiedlichster Couleur. Das war es dann eigentlich. Und dann die Leopoldina. Okay, wenn man Kliniker sagt, dann muss man immer sofort unterscheiden. Es waren ja Kliniker gerade auch in der Öffentlichkeit da. Aber es waren ja Intensivmediziner. Das sind ja Kliniker. Aber keine Kinderärzte. Kinderärzte waren auch dabei, aber wirklich auch nur sozusagen marginalisiert. Irgendwo im Schatten da sein. Doch, es gab sehr, sehr gute Kinderärzte. Die Kinderärzte hatten ganz früh exakte Zahlen, wie viele Kinder eigentlich auf Intensivstationen liegen. Und das war praktisch nichts
ja, muss man so sagen. Aber die wurden auch dann wieder rausgedrängt aus diesen ganzen Entscheidungsmechanismen. Und na, das schönste Beispiel ist für mich immer die Geriatrie, weil die ja nun sozusagen auch in den Krankenhäusern, und ich habe das hautnah miterlebt, weil meine Mutter in der ganzen Zeit sozusagen durch einen Sturz ins Krankenhaus kam, erstmal stationär da blieb, in der Geriatrie war und dann direkt von dort in ein Pflegeheim kam. Ich habe also alles, und das war wirklich in diesen 3 Jahren, sozusagen die ganze typische Karriere, wie komme ich als normaler Mensch ins Pflegeheim, habe ich miterlebt. Unter diesen Bedingungen? Unter den Bedingungen, mit Besuchsverboten. Ich habe mich mit einem Klinikdirektor so angelegt, dass er irgendwann, ich kriegte eine Sondergenehmigung während des Besuchsverbots. Weil Sie Herr Antes sind? Ja. Weil Sie Gerd Antes sind? So, genau deswegen. Das war mir, also es war ein Promi-Status sozusagen? Ich habe einen Promi-Status, ja, es war mir extrem unangenehm. Aber ich habe dann auch miterlebt, die Einsamkeit, die in den Krankenhäusern, im Pflegeheim existierte. Und das war ein Riesenfaktor. Und dann wurde zum Beispiel, naja, dann ein Verwandter pro Tag eine halbe Stunde. Herr Antes, ja? Wir haben jetzt über die Wissenschaftler gesprochen, die sich... Da fehlt noch ein... Ja, ja? Da fehlt noch... Es ja? gab nie Stellungnahmen von der Wissenschaft. Ich habe mich mit den eigenen, meinen Fachkollegen wirklich angelegt. Dann wurde irgendwann diese berühmte Inzidenz 35 und 50 ins Gesetz geschrieben. Wie man so volatile und auch nichts aussagende Werte ins Gesetz schreiben kann, da fällt mir nichts Höfliches mehr zu ein. Und das war sozusagen das Produkt aus meinen Fachgesellschaften, wo ich selbst Mitglied bin. Herr Luzenti stellt seinen Kollegen ein Armutszeugnis aus. Ja. Er mahnt das ganz, ganz direkt an. Ich würde ganz gern zum Abschluss noch auf ein Schreiben von einem oder auf ein Essay von einem aus hier in Freiburg auch ehemals ansässigen Chirurgen eingehen, der den Ärzten ein Armutszeugnis ausstellt. Wie beurteilen Sie die Außenwirkung und letztlich auch die beratende Funktion des Deutschen Ethikrates, insbesondere der Vorsitzenden, Frau Professor Büchs? Ja, der Deutsche Ethikrat und auch vor allen Dingen die Vorsitzende haben auch eine sehr zweifelhafte Rolle gespielt. Insbesondere, als es um die Impfpflicht ging. Und zwar nicht nur die institutionelle Impfpflicht, sondern auch für die Allgemeinbevölkerung, wo dann Äußerungen von ihr in der Öffentlichkeit kamen, die aus meiner Sicht nicht zu tolerieren sind. Also man hat eine Funktion und eine Verantwortung und dann dort Dinge in der Form darzustellen, die sind nicht mit dem Amt vereinbar. Ich würde jetzt ganz kurz, jetzt kommt die Dame aus dem Bundestag, die wollen wir jetzt nicht mehr hören, die haben wir jetzt zur Genüge gehört. Ich würde jetzt noch ganz kurz auf den Aufsatz von Herrn Rückauer eingehen wollen und das vorlesen. Der Name, also der Herr heißt Klaus-Dieter Rückauer, der war Chirurg hier in Freiburg und das ist ein über 70 Seiten umfängliches Essay, indem er auch die Corona-Pandemie aus seiner Sicht mit Daten unterfüttert hat. Das Schlusswort ist folgendes: Es ist eine bittere Einsicht, die Kenntnisse der Mehrzahl der Ärzte im Zusammenhang mit Corona über Tests, Schutzmaßnahmen, Therapiemöglichkeiten, Impfungen, Komplikationen bewegen sich auf Tagesschau-Niveau, weil unabhängige Quellen, das ist das, was wir gerade besprochen haben, von der großen Mehrheit nicht genutzt werden. Die uniforme, völlig einseitige Darstellung in den sogenannten Qualitätsmedien lässt, wie wir in bedrückender Deutlichkeit erlebt haben, keine andere Vorstellung zu als die veröffentlichten politisch vorgegebenen. Bei nur mäßig eigenständigem und kritischem Denken wären die Diskrepanzen und Unwahrheiten mühelos für jeden sofort erkennbar. Würden Sie das unterschreiben? Ja. So, und jetzt kommt dann für mich ein entscheidender Satz. In einem akademischen Beruf hat man eine hohe Schuld für Wissen. Damit machen wir das Kapitel jetzt zu. Herr Antes, einen Punkt noch. Sie gehen in Ihrem offenen Brief, in all den Forderungen, die Sie benennen, nicht auf die Impfung ein. Warum? Ist das eine strategische Frage oder was ist das? Nein, das ist einmal also wie mit dem Impfen umgegangen wurde, ist ja über die gesamten Bereiche sehr diffus gewesen. Dann war es auch erst in der späteren Phase. Ich kann nicht mal genau sagen, warum wir nicht darauf eingegangen sind. Es ist einfach nicht thematisiert worden. Die Versprechung, ich meine, man hätte eigentlich nur
das Desaster fortgesetzt. Die Versprechungen waren ja immer, wenn die Impfung da ist und jeder geimpft ist, ist die Pandemie vorbei. Und das war ja schon relativ früh klar, auch die Zulassungsstudien für die Impfstoffe, die haben nie sozusagen, naja, den 100%-Sieg auch nur angestrebt. Das war auch dann nie das Studienziel. Das war immer klar, dass die Verläufe wirklich gedämpft werden, aber dass zum Beispiel das Infektionsgeschehen komplett eingedämmt wird damit, das war nie richtig. Und deswegen, ja, aber das wurde ja, das war ja sozusagen das Argument, das war ja auch das Solidaritätsargument, dass man sich impfen lassen soll, um andere nicht anzustecken, um die älteren Menschen nicht anzustecken, etc. pp. Nur wenn das nie intendiert gewesen ist, dann war das ja ein falsches Versprechen. Ja, also jetzt hätte man natürlich bei der Aufbereitung muss natürlich auch die Impfung mit rein. Mhm. Klar. Aber ich würde sagen, da vertagen wir uns einfach, oder? Also wir sprechen vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, wenn ein paar mehr Daten auf dem Tisch liegen. Na, das wird nicht passieren, dass mehr Daten auf dem Tisch liegen, sondern was passieren muss, ist, dass jetzt irgendwie ein Ruck durch die Community geht, und zwar alle Beteiligten. Was heißt Community? Naja, wie Sie es besprochen hatten, die Politik, Wissenschaft, Medien, aber dann eben auch die Juristen, dass erstmal dieser Grundsatzbeschluss, wir müssen genauer hingucken. Und da bin ich sehr skeptisch, das wird vermutlich nicht passieren. Wir sehen ja jetzt schon, haben wir gerade eine Debatte gesehen. Ich meine, das war ja auch in Fahren, dass man einen Antrag der AfD sozusagen ausnutzt, ich würde auch sagen schamlos ausnutzt, um die inhaltlichen Argumente abzuwehren, auch wenn die richtig sind. Ja, weil der Antrag von der AfD ist, wird es pauschal abgelehnt. Das war mein Eindruck, ja. Und das lässt sich an vielen Stellen eindeutig zeigen. Sie sind, glaube ich, schon mal von der AfD als Experte bestellt worden oder eingeladen worden, im Bundestag auszusagen? Ja. Das haben Sie angenommen? Nee, ich habe es nicht gemerkt. Aber Sie haben es, aber wie Sie es gemerkt haben, haben Sie es angenommen? Dann, da saß ich schon, das war ja dann noch sozusagen über Bildschirm, also nicht persönlich anwesend. Und dann plötzlich wurde der Experte für die AfD aufgerufen. Und das war ich. Da war ich erstmal natürlich erstaunt, dass die Prozedur ist, man wird von der Geschäftsstelle eingeladen und dann ist es immer von einer Fraktion. Und ich hatte gedacht, das wären die Grünen oder die SPD. Das war ein völlig neutrales Thema, Digitalisierung. Und dann war es eben so. Ja, aber ich bin da inzwischen ganz stur. Schmerzfrei. Na, schmerzfrei nicht. Ich finde es absurd. Ich habe dann auch den Grünen, glaube ich, geschrieben. Sie mögen erstaunt gewesen sein, dass ich von der AfD eingeladen worden bin. Mein Erstaunen ist eher, dass ich von Ihnen nicht eingeladen wurde. Von den Grünen? Ja. Und dann, das ist nicht schmerzfrei, aber das ist genau das, was ich vorhin sagte. Diese ganzen Strukturen sind völlig aus der Fasson geraten. Nochmal kurz, um es rund zu machen, der offene Brief, der richtet sich an die Bevölkerung, an die Gesellschaft insgesamt. Laden Sie ein, jeden zunächst einmal das zu unterschreiben, im Sinne eines Aufrufes und auch aktiv daran mitzuwirken, wer welche Expertise, Kompetenz einzubringen hat im Sinne der Aufarbeitung. Ja, das ist aus meiner Sicht eine große Schwäche des offenen Briefes, dass eigentlich die Unterschreibenden aus dem Bereich Wissenschaft und Medizin, also aus dem engen Bereich, kommen sollen. Das hätte man komplett von der ersten Sekunde an sozusagen als Aufruf an die gesamte Bevölkerung formulieren sollen. Und ich habe selbst ehrlich gesagt übersehen. Aber das kann man jetzt korrigieren an dieser Stelle. Den Aufruf, den offenen Brief, findet man auf der Seite, die wir dann später auch drunter einblenden. Würden Sie noch ganz kurz was an die Zuschauer richten wollen im Hinblick auf das, auf den Appell? Ja, gern, natürlich. Also es wäre für mich aus der Aufruf, ist ein bisschen kompliziert zum Schluss formuliert worden. Und da steht dann, ja, Sie können irgendwie noch mit Kommentaren jetzt sozusagen das Thema ausweiten und so. Aber ich werde ich auch in der Gruppe versuchen, das einfach so zu liberalisieren, dass praktisch jeder Bürger aus Deutschland dort unterschreiben kann. Und die Art und Weise, wie unterschrieben werden kann, die ist technisch sehr einfach. Man schreibt einfach über eine E-Mail sein Einverständnis dazu. Und ich muss mal sehen, wie die Diskussion weiterläuft, aber das ist aus meiner Sicht nicht glücklich gelaufen. Aber Sie finden alle diese Angaben. Und Sie erhoffen sich davon, dass man sozusagen eine Debattenkultur wieder ins Rollen bringt und das gemeinsam aufarbeitet. Das ist Ihr Ansinnen. Ja, das wäre aber große Hoffnung. Ja, die große Hoffnung in etwas weiterer Ferne. Aber man muss es ja erstmal anstupsen, dass es überhaupt jetzt nicht sozusagen die Akte geschlossen wird. So, dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen, für Ihre Aufmerksamkeit. Das war es jetzt von uns beiden zunächst einmal.
Wenn Ihnen das, was Sie jetzt gerade gehört haben, wichtig ist, dann würde ich Sie bitten, dass Sie das mit einem Like gutieren, vielleicht einen Kommentar verfassen, damit möglichst viele Menschen das hören und sehen und es in die Bevölkerung getragen wird. Vielen Dank und gern bis ein andermal. Tschüss. Auch von mir aus.